Treffpunkt Naturmuseum. Der Florin Kamenisch schaut mit uns hinter Kulissen. Ja, hallo miteinander. Ich bin Florin Kamenisch. Ich arbeite schon seit über 30 Jahren als Museumspädagoge hier im Bündner Naturmuseum. Und es freut mich, dass ich heute einlade zu einem ganz besonderen Rundgang in dem doch ein bisschen speziellen Haus mit den komischen Tieren, die einfach rumstehen und sich nicht bewegen. Aber ich denke, es wird eine spannende Geschichte werden. Mein Name ist Chris Strauch und ich darf die Führung mit dem Florin Kamenisch machen. Und für das gehen wir heute im zweiten Stock vom Bündner Naturmuseum, wo es uralte und wertvolle Objekte zum Bestaunen gibt. Wir machen den Rundgang durch die Mineralien- und Fossilienausstellung in einer Zeit vor 250 Millionen Jahren. Eben, jetzt sind wir in der geologischen Zeit, gell? Und 250 Millionen Jahre. Naja, wenn wir wissen, wie alt unsere Welt ist am Schluss, 3,5 Milliarden schätzt man, ist es 250 Millionen Jahre ein Klacks. Gell? In dieser Zeitrechnung aber für uns fast völlig abstrakt, völlig unvorstellbar. Nur schon überlegen, ja, wie hätten in dieser Zeit zum Beispiel Graubünden ausgesehen? Ja, wie hat Graubünden ausgesehen? Also ich denke felsig, oder? Genau, das wäre so das Bild. Man darf einfach nicht vergessen, Graubünden ist unter einem Meer gelegen. Vor 250 Millionen Jahren hat es hier ausgesehen wie ein bisschen in der Karibik. Ein seichtes Meer, nicht sehr tief, sehr warm, so Wassertemperatur 25 Grad schätzt man. Und rundum höchstens einmal ein paar Inseln, wo eben dann gewisse Saurier unterwegs waren. Oder auch in der Luft, darf man nicht vergessen, hat es Insekten gehabt und Flugsaurier. Da hat es zum Beispiel noch gar keine Vögel gegeben, die sind erst viel später gekommen. Und in den Gewässern natürlich Fisch und Fischsaurier. Also hätte man können Karibikferien machen da? Also das Verrückte, wenn wir haben ja eigentlich ein Bild jetzt her von der Karibik jetzt und so stellt man sich Graubünden vor 250 Millionen Jahren vor, ganz genau. Ein schöner Gedanke eigentlich. Jetzt, wir sind eben da in der Ausstellung von den Dinosauriern und von den Fossilien und wenn wir da starten im zweiten Obergeschoss, wo wir sind, werden wir gerade begrüßt von einem Raubsaurier. Das ist so, der schaut uns auch ein bisschen grimmig an, muss ich sagen. Ein wunderschöner Nachbau, natürlich aus Vollplastik. Wir haben bis heute noch keine Hütte gefunden von diesen Sauriern. Also das ist eine Nachbildung, wo wir auch sagen, ja, vielleicht hat der ungefähr so ausgesehen. Was wir wissen von dem Saurier, und das ist ein Lilien Sternus, das ist einer von den Raubsauriern aus dieser Zeit, die auf zwei Beine der Beute nachgerannt sind, die sehr viel Zähne hatten, die wirklich klare Fleischfresser waren vor allem. Was wir einfach wissen von denen, ist, wie gross das gewesen sind. Also, weil man Knochen findet, jetzt nicht in Graubünden, aber in anderen Orten von Schweiz und von Europa. Darum wissen wir, wie gross er ist. Aber, ob er wirklich genauso reingeschaut hat mit seinen gelben Augen, muss ich jetzt ehrlich sagen, das ist auch ein bisschen Paleo-Fantasie, nennt man das ein bisschen. Und das darf man nicht vergessen, bei allem, was wir mit Saurier den Alltag mitkriegen, in Büchern und in Filmen, es ist viel Fantasie dabei. Eben Jurassic Park, kommen wir da in den Sinn, gell? Ganz genau. Und er schaut so grimmig rein. Beschreiben mal ein bisschen, es ist eigentlich noch ein grosses Tier für Graubünden. Also ein sehr grosses, wobei wir noch grössere Saurier hatten, gell? Und von denen haben wir aber nur die Spuren gefunden, also auch von ihm da haben wir die Spuren gefunden. Also man muss sich vorstellen, Spuren, die versteinert sind, die man heute auf 3000 Meter oben findet. Und die zeigen uns, was das für ein Tier war und vor allem, wie gross es war. Wir haben ja nicht nur einen Fußabdruck von dem gefunden, sondern mehrere und dann hast du auch die Schrittlänge. Und anhand von dem kannst du ungefähr ausrechnen, wie gross das Tier war. Wir haben jetzt einfach so nachbauen lassen, dass er echsenartig aussieht. Also die Haut haben wir jetzt sehr bräunlich genommen, schuppig, wie man das bei den Echsen kennt. Aber ehrlich, ich muss sagen, vielleicht hat er schon andere Oberflächen gehabt. Vielleicht hat er rosa-rote Töpfe gehabt, die sie jetzt nicht glauben. Aber einfach am Schluss, es hat es ja niemand gesehen. Es hat noch niemand schnell können Fotos machen und aufs Internet stellen und fragen, was ist das für ein Tier? Also es sind andere Zeiten. Am Schluss sind sie noch bunt gewesen. Wer weiß? Und vielleicht haben sie piepselt wie Vögel und nicht wie im Jurassic Park. So brutal. Oder? Wir wissen es nicht. Das sind reine Spekulationen, weil wir haben nur Knochen bis heute gefunden und ihre Fußabdrücke. Und den Rest müssen wir uns erdenken. Also ich bin schlecht im Schätzen. Sag mal 1,5 Meter gross und in der Länge 5 Meter. Ja, also ein bisschen weniger, weil der Grossteil von dem Tier ist der Schwanz. Der ist doppelt, also der ist mehr, länger als die Normalkörperlänge. Also ich würde sagen, wir sind so zwischen 3,5 bis 4 Meter in der Länge und was du gesagt hast, ungefähr die Höhe 1,5 Meter. Ja. Sehr imposant. Eben, wieso findet man eigentlich praktisch kein vollständiges Skelett in Graubünden? Man findet es ja schweizweit, eben gerade auch im Kanton Jura, ich glaube, das ist ja so ein typischer Kanton. Wieso
ist, dass man weiss, es hat in Graubünden haben sie auch gelebt, aber man findet nichts vollständig. Es ist so. Also wir haben wirklich Spuren gefunden, praktisch nur ganz wenig noch von kleineren Saurierarten, also der Abdruck von der Panzer, von der Hautpanzer quasi oder Zahnstück oder so, aber nie ein ganzes schönes Skelett. Und das hat mit dem zu tun, ich habe vorhin gesagt, 250 Millionen Jahre hat Graubünden ausgesehen wie die Karibik, aber nachher ist etwas passiert, die ganze Alpenbildung. Das sind die Erdplatten aufeinander los und quasi die afrikanische Platte hat sich mit der eurasischen gecrasht und der Crash kann man sich vorstellen, wie zwei Autos aufeinander losfahren, in der Mitte schürzt sich das Blech auf und so sind eigentlich die Alpen entstanden. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn so gewaltige Kräfte rum sind, das hat natürlich alles, was einmal gestorben ist und im Stein eingelagert worden ist, verdruckt und vermanscht. Und darum finden wir eben nie so ganz intakte, grosse Stücke. Wir haben schöne Stücke, die einfach viel kleiner sind und die sind zum Teil noch intakt. Zu einem ganz schönen Stück gehen wir. Riesige Dinosaurierknochen haben wir noch dort hinten, auch einen Fund aus Graubünden. Genau. Was sind das genau für die? Das ist dann der Ichthyosaurus. Das ist einer von den Fischsauriern, die es gegeben hat, in den warmen Meer, die unterwegs waren. Und wir haben von dem Trippen versteinert gefunden. Ein paar von denen, rund gegen die 10 Rippen. Und was ganz wichtig ist, war der Wirbelknochen, wo man versteinert gesehen hat. An dem hat man dann auch die Zugehörigkeit an den Fischsaurier bestimmen. Irgendjemand muss ja den auch gefunden haben und auch Motivation haben, um ihn überhaupt zu finden. Wie gehen da die Leute vor? Es gibt Leute, die Geologen sind, die das grundsätzlich schon interessiert. Die wissen natürlich die Geologie von unserem Kanton und wissen auch genau, wo muss ich jetzt suchen, wenn ich etwas finden will. Ein super Ort ist zum Beispiel der Bereich zwischen dem Albulatal und dem Oberalpstein, dort im Bitzdergebiet quasi, wo auch das Dinzenhorn ist. Oder eben im Dukan, das ist dann bei der Foss hinten dran. Das sind zwei verschiedene Formationen, wo man weiss, dort drinnen findet man Menschen Versteinerungen, Fossilfunde, aus dieser Trias-Zeit, die vor 250 Millionen Jahren angefangen hat. Und die gehen dort her, ganz gezielt. Aber da gibt es auch viele Laien, die als Hobby haben, die einfach in ihren Ferien in die Gröllhalden aufsteigen auf 2.500 bis 3.000 Meter und nach Fossilien suchen. Das ist eine grosse Community, die einfach sehr Freude hat, an so ehemaligen Lebewesen zu entdecken. Eben, man sieht ihn da jetzt abgebildet, den Fischsaurier. Mir erinnert das jetzt so an einen Walfisch. Ist also, wenn du den so anschaust, wir haben ja Silhouetten von ihm an die Wand geklebt, quasi, um einfach zu zeigen, so gross ist der sicher gewesen. Das hat man anhand von der Rippe und dem Wirbelknochen wunderbar können rekonstruieren. Und dann hat man ja andere Orte, wo die Funde total wunderbar vorhanden sind. Und jetzt haben wir einfach mal gezeigt, wie der wahrscheinlich von uns ausgesehen hat. Und der hat auch ungefähr 10 Meter Länge gehabt. Also ein rechtes Ding. Und das erinnert einem, wie du sagst, an einen Wal. Absolut mit Flossen und so weiter, wo wir eigentlich kennen. Nur die Schwanzflossen ist ein bisschen anders. Ja, die sieht ein bisschen anders aus. Genau, das ist mehr so eine fußartige Flosse. Also nicht die Flossen, wie wir kennen, die auf beide Seiten in den Winkel rausgeht. Du hast ja Zoologie studiert, Florin. Haben wir euch auch mit Dinosauriern befasst? Ist das ein Teil vom Studium gewesen? Ja, also eben das, für das hat, ich muss ehrlich sagen, wir müssen dann Paläontologie oder Geologie nehmen im Nebenfach. Ich habe es ein bisschen gemacht, muss sagen. Der Virus ist bei mir nie ganz übergesprungen, wenn wir es ja hüppig Kind haben, auch vor allem bei den Buben merkt man, dass die völlig auf die Themen abfahren, die nehmen alle kennen. Das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich musste nachbüffeln, wie verrückt. Aber es ist ein hochspannendes Thema. Aber auch einfach nicht vergessen, es ist wahnsinnig viel nicht geklärt und etwa die muss ich staunen, was die Leute als endgültig anschauen. Zu den ganz speziellen und bedeutendsten Funden in Graubünden gehört übrigens auch ein Fossil von einem Quastenflosser. Auch das Fossil kann man im Bündner Naturmuseum bestaunen. Also eigentlich ein Verrückter, das ist ein Fisch. Das ist eher in Japan vor vielen, vielen Jahren hat man einmal in einem Fang, als Beifang, so einen Quastenflosser gehabt. Und das ist ein Fisch, wo man das Gefühl hatte, der ist schon lange ausgestorben. Den hat man Fossil kennt als Versteinerung und plötzlich hat man ein Lebensexemplar, also der ist auch nicht mehr lebendig in dem Netz. Und dann hat man gewusst, die Quastenflosser gibt es scheinbar. Also die haben die Millionen Jahre in der gleichen Form überstanden und sind Tiefseefisch. Und jetzt
ist spannend, bei uns im Dukangebiet, das ist oberhalb von Davos, hat man eine Entdeckung gemacht von einem Quastenflosser, gibt es verschiedene Arten, wo einfach sehr speziell ist, der hat ein völlig ein überhöhtes Hirn quasi gehabt, also einen überhöhten Schädel gehabt, hat ganz speziell ausgesehen und der ist einzigartig gewesen. Auf dieser Welt hat man bis jetzt noch keinen zweiten gefunden. Aber ihr habt einzigartige Sachen da, wie der Quastenflosser. Wie sieht das von der Versicherung aus? Das ist, stell dir vor, du kannst nicht einfach zur Versicherung gehen und sagen, wir haben da noch ein Fossil, können wir das versichern? Also wie gehen wir da vor? Genau, wir haben einfach das Riesenschwein, das ist ein Projekt, das finanziert worden ist über den Kanton Graubünden und über die Naturforschungsgesellschaft hier in Graubünden. Und über viele Jahre hat man jetzt die Ausgrabungen gemacht und es war klar, dass das, was man findet, gehört grundsätzlich dem Kanton Graubünden. Aber du hast recht, wenn man jetzt da sagen, hey, finanzieren wir jetzt selber hier in dem Museum, dann nachher könnte man das natürlich, das hat einen Marktwert auf jeden Fall und das würde gehen wie Wahnsinn. Ja, vom Schwarzmarkt. Also, auch wenn man es offiziell macht, da könntest du viel verdienen. Aber ich bin auch froh, das sind so Sachen, die eben da hergehören, wo eine Öffentlichkeit auch das Recht hat, um zu sehen, was man eigentlich hat. Und für die Wissenschaft ist das eine hochspannende Geschichte. Allgemein frage ich mich, ja, wir sind auch da bei der Mineralienausstellung, wenn man in den Berg geht und etwas findet, gehört das einem automatisch oder gehört das dem Kanton? Es ist so, dass jetzt bei den Fossilien ist klar, dass die dort gehen, suchen, das gehört dem Kanton. Also das ist ein Eigentum von dem. Jetzt bei den Mineralien ist es so, dass man dort das Patent lösen kann, je nach Gemeinde unterschiedlich. Es gibt auch Regionen in Graubünden, wo fast keine Mineralien vorkommen oder nicht so schöne quasi. Und dann musst du gar nicht wollen, irgendetwas haben, dann kannst du das mitnehmen, was du findest. Aber jetzt in der Surselva, wo viele Kristalle vorkommen sind, musst du in der Gemeinde das Patent lösen, was du findest. Das gehört dann dir. Du hast dann aber zum Teil noch so Meldepflichten bei ganz speziellen Mineralien, die könnten noch ein übergeordnetes Interesse sein, dass man dann einfach weiss, den hat man gefunden, aber am Schluss eigentlich gehört es dem, der das Patent gelöst hat. Ja, manchmal lohnt es sich zum Eis lösen, gell? Ja, also ja. Wenn man diese Leidenschaft hat, das braucht Geduld und Zeit und man findet nicht immer nur die grossen, schönen, teuren Sachen. Einen Raubfisch haben wir auch noch. Wir sind immer noch im Wasser. Und der ist ganz spannend. Oder das Fossil, das wir da sehen. Da muss man sich vorstellen, der ist wirklich in einer Schicht dort auf dem Dukampass so aus dem Stein geklopft worden. Und da ist wirklich alles noch dran. Es hat praktisch keine Bruchstellen. Man sieht jetzt vom Schwanz, Flossen bis führen ins Maul, wo so fast hechtartig ist, der Fisch, ein Raubfisch aus dieser Zeit. Der Saurichtis, der ist wirklich etwas ganz, ganz Besonderes. Und was uns am meisten gefreut hat, als sie den präpariert haben, haben sie gesehen, dass der noch den Magen gefüllt hat. Was hat denn der gegessen? Der hat vorher einen ganz kleinen Meeressaurier gegessen und entweder ist er an dem gerade versteckt, man weiß es ja nicht, und ist kurz darauf aber gestorben. Und jetzt sieht man die Knöchel, das sind vor allem die Wirbelknöchel von dem kleinen Meeressaurier, sind noch in dem Magen drin. Und das hat er quasi mitgenommen auf die Reise, wo er jetzt wieder in Graubünden rausgekommen ist. Ja, so gut alles mitversteinert. Alles mitversteinert. Eins zu eins gestorben ganz, und ja. mit der Nahrung genau. Im Bauch. So bleibst du quasi für Geschichte erhalten in diesen Gesteinsschichten. Ja. Jetzt bei dieser Ausstellung, da, was fasziniert dich am meisten? Das ist noch zu verrückt. Also einerseits haben wir die wunderschönen Objekte, eben die zum Teil total intakte Fossilien, was für uns wirklich schwierig ist, hier in Graubünden, mit aber einer gewissen Größe. Und was mich einfach extrem fasziniert, sind eben genau die Bruchstücke, die wir auch ausgestellt haben. Und da liest man noch viel Verrückteres raus von riesigen Tieren, von Amphibien aus dieser Zeit und so weiter, wo man aber nur vielleicht einen Wirbel gefunden hat, einen Zahn gefunden hat, eine Hautoberfläche gefunden hat. Und eigentlich zeigt die Vitrine aus dem Gebiet von Pizza eine wahnsinnige Vielfalt an Lebewesen, die es gegeben hat, damals in dieser Trias-Zeit vor 250 Millionen Jahren. Ja, und du musst genau heranschauen, weil für mich sieht auf den ersten Blick alles aus wie ein Stein. Das ist so. Und wenn man mal ein bisschen heranschaut, sieht man, hey, das ist etwas Rundes, was ist denn das? Und das Schöne ist, da musst du fast ein bisschen ein Rätsel machen und dann kannst du nachlesen, hey, das ist ja ein Zahn. Da haben wir einen Abdruck von einer Haut. Dort haben wir einen Schädel, das ist auch wieder ein Quastenflosser. Oder da haben wir ein Stück von einer Koralle und so weiter. Also es sind wahnsinnige, kleine, für mich wahnsinnig wertvolle Stücke, die eigentlich mehr noch aussagen als über die grossen, die man intakt gefunden hat, weil die Vielfalt ist da mehr vertreten. Jetzt, als wir reingekommen sind, hast du mir noch die Wand hier gezeigt. Wir sehen eine riesige Felsenwand, das ist eindrücklich, gerade jetzt für euch, für das Museum. Mhm. Genau, das ist unsere künstliche Felswand. Die haben wir reingetan, weil eben, wir dürfen nicht vergessen, das Museum
zeigt ja eigentlich auch die Tiere und Pflanzen, die es heute noch gibt. Oder? Und da gehen wir jetzt in den Bereich, in die quasi unbelebte Natur, ein Stock höher, wo Geologie, eben auch Fossilien vorgestellt werden, aber auch Mineralien. Und das ist eigentlich die tote Natur im weitesten Sinn. Aber wir wollen eben zeigen, dass die Grundlage, die eigentlich die ganze Geologie erschaffen hat, eben ganz wichtig ist für jenste Lebewesen, die es heute gibt, die das als Nische nehmen, zum können brüten, wo Insekten drin unterwegs sind, die nur gerne Fels haben. Und so probieren wir ein bisschen den Übergang von der lebenden zu der toten Natur im obersten Stock so zu übergehen und überleiten. Eben hauptsächlich bevölkert von der Vogelwelt. Natürlich, aber wenn man eben genau schaut, und das sieht man nicht auf den ersten Blick, es hat Wespennester drin zum Beispiel. Es hat Weberknechte, da musst du also ganz gut schauen, wo gerade unter dem Turmfalkenweibli, wo brütet, nur als Tüpfchen in der Wand erkennbar sind. Es hat jenste Sachen drin, wo man noch überrascht. Also es hat auch Grünalgen, es hat verschiedene Sachen. Und was mir eben gefällt, man muss dann mit dem Fernröhrli ein bisschen schauen, was hat es noch. Also man muss wirklich eine Entdeckungsreise machen da oben. Und eben viele Vögel. Und spannend ist eben, um den Kreis wieder zu schliessen, sind ja die Vögel auch die Nachfahren der Dinosaurier. Absolut. Und die sind einfach später gekommen, haben sich später als die Gruppen entwickelt, wie wir sie heute kennen. Aber da mussten zuerst einmal die Dinosaurier müssen verschwinden, bis die richtig können aufkommen, das ist so. Wir bleiben im zweiten Stock vom Bündner Naturmuseum und wechseln jetzt zu den Mineralien. Eine der besten Mineraliensammlungen der Schweiz findet man hier mit außergewöhnlichen Funden aus Graubünden. Wir sind in der Mineralienausstellung angekommen und was mich brennend interessiert, ich bin so richtig in Goldgräberstimmung. Ja. Bitte zeig mir den Goldfund. Also ich kann dir jetzt sagen, bei den Führungen mache ich meistens so, das verrate ich jetzt schon da. Allenfalls, dass ich den Leuten sage, hören, wir gehen jetzt zum bedeutendsten Goldfund aus der Schweiz. Ich behaupte das sogar einer von den bedeutendsten europaweit. Stellt euch den mal vor eurem inneren Auge vor. Wie sieht der aus? Und dann laufen wir zu dem und dann erfahren wir jetzt, wie das wirklich wirkt, wenn du möchtest. Ich zeige dir mal den. Ich weiss ja schon, das besondere Foto. Du kennst den eben. Er ist eben nicht so gross und es leuchtet nicht einfach. Es sieht aus wie, und das ist die grosse Enttäuschung von vielen Leuten, die schauen das Stück an, wo so vielleicht so 40 auf 30 cm gross ist. Das sieht ja aus wie Moos. Sieht aus wie Moos, aber Moos auf Stein. Moos auf Stein, ganz genau. Ich wäre ja auch schon schön. Aber dass das der bedeutendste Goldfund ist, das versteht im Moment niemand. Also wenn sie jetzt hier einbrechen würden, ja. Ich glaube, das würden alle übersehen. Ja, die keine Ahnung haben, ja. Aber die wissen, dass es bei uns eben ein Berggoldstück hat, die wissen genau, wo das ist und wie das aussieht. Das ist nämlich hochwertvoll. Und das ist das Problem, die Leute stellen sich unter Gold, entweder wenn sie nicht gerade der Goldbarren sich vorstellen, sind es die Nuggets, die man kennt, die Sachen, die man aus dem Fluss rausholt. Und das, was wir hier haben, das Stück, das ist ein sogenanntes Berggold. Und so sieht Gold aus, wenn es frisch im Fels drin entstanden ist. Ich habe gelesen, der Wert ist, glaube ich, der Ankaufswert 285'000 Franken. Richtig, ja. Das hat ja irgendjemand gefunden. Und der das gefunden hat, sicher auch 285'000 Franken haben, dass ihr das hier ausstellen. Also der hätte eigentlich noch mehr wollen. Wir sind einfach froh, dass er das an einen Mineralienhändler übergeben. Und der hat dann auch die administrativen Sachen geklärt, eben mit der Gemeinde zum Witsch, wo das Stück gefunden ist. Das hätte er melden und so weiter. Und der Finder, ein Strahler, der das Patent gelöst hat, der hat eigentlich einen Kristall suchen und entdeckt aus Versehen Gold. Der hat 15 so Bruchstücke, also wir haben das allergrößte und da gibt es noch 14 Stück, die er dann auch noch dabei hatte, hat die verkaufen. Und bei unserem Stück, wir sind einfach so froh gewesen, dass der Mineralienhändler gefunden hat, also wenn es irgendwie geht, soll das Museum, wenn er das schafft, den Preis aufzutreiben, also das Geld aufzutreiben, dass es da ist, damit das die Öffentlichkeit auch kann bestaunen kann. Sonst wäre das irgendwo in einer Villa in St. Moritz bei einem Mailänder in einer Vitrine gelandet, vielleicht für mehr Geld, aber hätte dann so nie die Beachtung gefunden, wie es jetzt da bei uns beachtet wird. Du hast gesagt, der bedeutendste Fund, Goldfund von der Schweiz und aber auch die Ausstellung da ist eine von der bedeutendsten Mineralienausstellungen in der Schweiz. Das ist so. Also, wir haben natürlich noch mit Bern als Museum auch wahnsinnig viele Mineralien aus Graubünden gezeigt und dort dann natürlich auch noch weltweit Sachen gezeigt. Aber da aus Graubünden sind wir wirklich sehr speziell und ich behaupte, wir haben einen unglaublichen Fund aus einem wunderbaren Stück. Wir haben jemanden, der uns beraten, einen Strahler, der sehr erfahren ist. Und das sind Sachen,
Sachen, die wir beschaffen müssen. Zum Glück haben wir hier eine Stiftung, Bündner Naturmuseum, die uns die Gelder zum Teil generieren kann, um auch die Stücke, die das gefunden abkaufen, um sie auch hier eben zeigen. Über die haben wir auch Schenkungen. Aber ich behaupte auch, wir haben eine unglaublich wunderbare Mineralienausstellung. Eindrücklich, der Goldfund. Und eindrücklich ist auch der Jumbo. Der Name sagt schon alles. Eben, wir reden jetzt nicht immer von den Superlativen, oder? Das ist der wertvollste Goldfund, den wir haben hier, oder der bedeutendste von der Schweiz. Und ich glaube, beim Jumbo müssen wir einfach vorbei. Es ist ein Rauchquarz. Es ist eine einzige Zinne, die man aus dem Pfalztal rausgeholt hat. Und das ist wirklich sehr, sehr speziell. Darum dass er den Namen Jumbo hat, ist auch klar, ein schwerer ist es gewesen, aber ein wunderschönes Stück, wo der berühmte Strahler hier von Chur, der Pablo Membrini, der Paul Membrini, der leider gestorben ist, schon länger jetzt gefunden hat und der dann auch nach Chur gebracht hat, ein Stück. Also, man muss sich vorstellen, wenn du die Zinnen anschaust, das ist eine einzige Zinne von einem Rauchquarz. Und ist der schön. Und man muss dir einfach vorstellen, das hat sicher noch mehr nebendran gehabt. Also so ein bisschen Begleitsachen haben wir hier in der Vitrine nebendran, aber es hat sicher auch vielleicht noch mal so ein grosses in dem Fels drin gehabt, wo man einfach nicht dazugekommen ist. Und der Pablo Membrini hat den ausbuddelt, hat ihn können abschlagen und dann hat er ihn abseilen. Und das hat er ja dort im Plattenberg hinein, ganz hinten im Pfalz, hat er den geholt und immer wieder raufgegangen, rausholen, bis er einmal können wirklich bergen und hat ihn dann können einmal schauen, wer ihm das abkauft. Es hat zum Glück ein Juwelier aus Chur das gemacht und uns den hier zum Ausstellen gegeben. Der Jumbo ist einfach ein unglaubliches Teil. Und nur schon die Geschichte haben wir nebendran bildlich noch dargestellt, wie der Paul Membrini den rausgeholt hat. Wie viel Kilo ist der schwer? Er war 70 Kilo schwer. Ein riesen Aufwand, den die Leute machen, die Strahler. Müssen immer wieder in ihre Kluft rauf, weitermachen. Die müssen alles von Hand raushauen. Also es sind schon, für die von dem gelebt haben, muss ich sagen, das war also ein harter Job. Das hast du nicht bis zur Pensionierung vielleicht können machen, aber nicht ohne Rückenweh. Also das habe ich gedacht. Das ist ja, also das glaube ich auch. Glaubst du an die Kraft vom Stein? Also wenn ich jetzt da den Rauchquarz anschaue, dann finde ich, der strahlt wirklich etwas aus. Ja, ja. Ist auch Einbildung vielleicht. Für mich eine Ästhetik einfach. Und das mit der Kraft, ja, da bin ich nicht so empfänglich. Ich glaube, da muss man ein bisschen empfänglich sein. Auch wenn wir die Mineralien hier anschauen, da hat jeder eine unglaubliche Aura, im weitesten Sinn rein von der Ausprägung. Ein paar sehen aus, wie es Haar wären als Mineralien und dann wieder wunderschöne Farben haben. Ich bin da einfach, ich finde den Zugang leider nicht. Und es gibt eine schöne Geschichte, wenn ich dir noch erzählen darf. Wir haben den Mineralienberater gehabt, der leider auch gestorben ist. Und der hat das ganze Haus voller Mineralien. Der ist immer strahlen, zusammen sammeln und hat eine Aufreude gehabt. Und der hat mir gesagt, mal, weisst du, mit dem, dass die etwas ausstrahlen oder Schmerzen lindern. Ich habe den ganzen Tag gerinnt weh und bin umgeben von diesen Mineralien. Also, das hat er behauptet. Aber so das lässt mich nicht beeinflussen. Ich bin einfach vielleicht nicht so empfänglich für so Wellen. Wenn es hilft, hilft's. Unbedingt, gell? Yes, Gott. 2600 Objekte haben wir da und alle aus Graubünden und dann haben wir alle auch noch regional sortiert. Genau, also es ist uns einfach wichtig, dass man wirklich, wenn man kommt, kann sehen, hey, Moment jetzt einmal, wenn ich in der Source selber bin, dann kann man so etwas finden. Wenn wir jetzt im Engadin sind, merkt man, die haben auch schöne Sachen, aber viel weniger spektakuläre von der Form her, aber haben ganz spezielle Mineralien. Oder dann auch das Gebiet von Beverin zum Beispiel, wo ganz ein wichtiges Gebiet ist, das hat auch wieder eine separate Vitrine gekriegt. So hat man ein bisschen regional Bezug und sieht, was man da im Verborgenen eigentlich alles noch könnte entdecken. Blauquarz vom Galanda. Wow. Das hat mich noch spannend gedacht. Ja, das ist wichtig, weil das ist eigentlich auch ein Highlight von uns. Das merkt man gar nicht so richtig. Wir haben das zu unserer Jubiläumsausstellung haben wir den natürlich vorgeholt, weil der Blauquarz vom Galanda ist wirklich in dieser Ausprägung absolut einzigartig. Den haben wir hier ausgestellt, auch eben im Bereich vom Rheintal, jetzt vom Kur-Rheintal. Wir haben den Galanda, der ein Wahnsinnsgebiet ist, auch für Mineralien. Und der ist hier ausgestellt und die blaue Farbe ist eben bedingt durch einen Einschluss von einem Turmalin-Asbest. Das ist Turmalin ist auch ein Mineral, das aus ganz verschiedenen Mineralien besteht und der hat ganz feine Fäden und wenn die in dem Quarz drin entstanden sind, gibt es eine Lichtspiegelung, die dann eben nach blau aussieht.
Ich staune, was du alles weißt. Ja gut, ich meine, das müssen wir dir auch erklären, wo das gewonnen hat. Und ich gebe das einfach gerne weiter. Der Gesamtwert von dieser Ausstellung mit den Mineralien, was würdest du etwa schätzen? Boah, da, ich weiß gar nicht, ob man das jemals genau ausgerechnet hat. Aber das ist ein schöner Betrag, muss ich sagen. Und wie schon gesagt, das ist halt auch von der Stück her, wo wir hier haben, wirklich immer die besonderen Stücke, die wir schauen, dass wir sie so herbringen und die wir uns leisten können. Aber es ist viel, viel Geld da drin, das ist so. Aber ich glaube, es hat sich auch gelohnt. Es ist eine wunderbare Übersicht über das, was es bei uns gibt. Ist denn auch schon eingebrochen worden? Ja, also wir haben eben seit mit dem Goldfund haben wir ganz eine andere Überwachungsanlage, das ist wichtig. Das habe ich noch fragen, genau. Weil das ist ein ganzer, Gold hat einfach einen besonderen Hype. Die haben da noch eine andere Aura Gold, das strahlt auf alle Leute aus, die auch Langfinger sind, scheinbar. Auf jeden Fall haben wir das super abgesichert jetzt. Was mir aber jetzt einmal passiert ist, ist, dass tatsächlich jemand mit einem Schraubenzeuger probiert hat, ein Stück vom Rauchquarz von Pfalz, wo wir nebendran, neben dem Jumbo haben, probiert abzubrechen. An einem Tag, wo es wenig Leute hatte, sonst wäre zu Beaufsichtigung natürlich unter den Leuten auch passiert, hat gefragt, hey, was machst du da? Der hat das probiert, die Zinnen abzubrechen, ist dann abgerutscht und hat sich die Hand aufgeschnitten und hat einen riesen Blutlachen unten dran gegeben und ist dann wieder abgehauen, also ohne dass er ein Stück richtig mitnehmen konnte. Und das ist dann noch die Fahndung gekommen und hat dann alle Daten natürlich können aufnehmen. Der hat das probiert. Aber es war nicht erfolgreich gewesen, ja. Und ich hoffe, das passiere nie mehr. Und jetzt hätten wir die Überwachungsanlage, dass wir so gerne könnten nachschauen, wie der Mensch aussehen. Ja, er hat seine Spuren hinterlassen, auf alle Fälle, kann man sagen. Ja. Eben, apropos Langfinger, hast du mir gesagt, ein Dinosaurier hat auch den Namen Langfinger bei euch. Hat es einen. Und zwar auch wieder ein eigenes Stück, das es weltweit kein zweites Mal gibt. Also wir haben ein paar Sachen, die man nie mehr auf der Welt sonst findet. Und das ist ein Flugsaurier, wo der Rico Stecher, ein Seglehrer, der hier in Chur wohnt, entdeckt hat. Das ist auch so ein unglaublicher Fossiliensammler, der weiß immer genau, wo er muss her und verbringt seine Zeit vor allem in den Gröllhalden und hat uns die schönsten Stücke schon geliefert. Er hat einen Flugsaurierknochen gefunden, wo er dann nachher in Gips abgegossen hat und dann das Ding bei uns an die Decke gehängt hat, dass man sieht, wie das einmal aussieht. So ein Pussard-grosser Flugsaurier ist das gewesen, mit ganz einem langen, kleinen Finger. Und er hat das da weltweit umgeschickt, die Fotos und auch das Originalstück, das er entdeckt hat. Und niemand hat ihm können sagen, was es ist. Und er hat dann dürfen dem den Namen geben, selber quasi das Tier taufen. Und das ist immer ein latinischer Doppelname. Und er hat den Reticodactylus Filisurensis genannt, was übersetzt heisst der rätische Langfinger von Filisur. Und der ist bei uns, dank dem haben wir Besuch aus der ganzen Welt von Expertinnen und Experten, die das Stück anschauen wollen, weil sie einfach herausfinden, was ist das für eine Art? Man hat keine Ahnung. Zum Schluss noch dein Lieblingsstein oder dein Lieblingsmineralium. Ja, das müssen wir zusammen anschauen. Ich habe dir gesagt, die Ausprägungen sind ja so verschieden bei Mineralien. Und ein Mineral, das wir hier haben, glaube, wenn du das anschaust, hast du das Gefühl, das könntest du strählen. Das ist wirklich eine haarartige Ausprägung von Rutil, die wir hier haben. Und wenn du das anschaust, hast du das Gefühl, das ist Haar. Aber das sind Mineralien. Also jedes einzelne Hörli besteht aus einem Rutilmineral, das sich aufeinander aufgebaut hat. Und das hat unten, es ist auf einem Kalzitstein gewachsen. Und ich finde das hochfaszinierend, dass Mineralien auch haarartig wachsen können. Also da sehen wir einfach einmal, wie die Vielfalt ist. Und so Rutilfasern gibt es auch solche, die dann mit Quarz eingebaut sind. Und dann gibt das wieder eine andere Struktur, wenn es eben in einem Kristall eingepackt ist. Und da sind sie eben frei. Und also ich kann dir heute noch nicht genau sagen, wie es das präpariert und dass es so schön aussieht und nicht alles abgebrochen ist. Total faszinierend, eben auch die verschiedenen Spielereien. Es geht aus jetzt, wie ein Steinbock seine Haare verloren hätte. Richtig, also ich habe das Gefühl, da hat einer sein Winterfell abgeschabt. Genau. Und es ist einfach ein Rutil auf Kalzitenstein, den wir aus dem Pfalzertal gekriegt haben.
Eben die Welt der Mineralien sehr komplex. Wie lange hast du gebraucht, bis du alle Namen, alle Begriffe auswendig hast? Ich kann sie immer noch nicht. Alle. Es ist wirklich eine unglaubliche Vielfalt. Ich merke auch, ich komme wirklich von der Zoologie her und nicht von der Geologie oder vor allem nicht von der Mineralogie, was wieder eine eigene Wissenschaft ist. Also es ist wirklich eine unglaublich komplexe Geschichte, auch von den Farben, vor allem auch von den Formen. Und da muss ich einfach auch drin schaffen. Und ich muss dann einfach immer eine Auswahl treffen, wo ich den Leuten erzählen will, einfach alle kann ich mir nicht merken. Und auf jede, wenn jetzt du mich noch fragst, was ist mit dem, was ist mit dem, dann kommen die Bösen zu schwimmen. Ja. Und ich würde wieder alles vergessen. Okay. Ich bin so fasziniert. Und es ist so viel. Florin Kamenisch, danke vielmals für die Führung. Es war wieder äußerst spannend gewesen. Bei mir hast du immer ein Steinbrett. Sehr schön, da bin ich aber froh. Danke vielmals auch für deine Fragen. Merci.